Herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo. Heute werden wir ein zusätzliches Übungsbeispiel zum Ableiten bzw. grafischen Ableiten von Funktionen betrachten. Basisvideo ist das Pflichtvideo zum grafischen Ableiten bzw. Ableiten. Wir beginnen mal ganz allgemein und schauen uns mal an, wenn wir unsere Funktion f' von x gegeben haben, wie wir dann zu jener Ableitungsfunktion kommen. In unserem Fall eben f' von x. Wir benutzen das bereits Gelernte. Wir finden mal einen Tiefpunkt, legen eine Tangente durch. Diese Tangente ist waagerecht. Heißt so viel, dass die Steigung in jenem Punkt gleich 0 ist. Und wir wissen ja, die erste Ableitung gibt immer die Steigung an. Sprich, in unserem Tiefpunkt zeichnen wir einfach mal einen senkrechten Strich runter, damit wir ihn möglichst genau auch im anderen Graphen erwischen. Liegt hier und hat in diesem Bereich die Steigung 0. Nun, da es sich um einen Tiefpunkt handelt, muss es einen Wechsel in der Monotonie geben. Das heißt, nach diesem Punkt muss ein anderes Monotonieverhalten vorliegen als zuvor. Wir schauen uns das an, wir sehen, dass unsere Funktion zu Beginn fällt. Heißt so viel wie, dass die Ableitung negativ ist, was so viel heißt wie vor unserem Extrema sind wir im negativen Y-Bereich und kommen dann eben zu unserem Extrema. Und nach unserem Extremum haben wir eine positive Steigung, wie hier es sichtlich ist. Also sind wir danach im positiven Y-Bereich. Damit sind wir bereits fertig, aus unserer quadratischen Funktion, so viel kann man verraten, ergibt sich dann eine lineare Funktion. Schaut einmal soweit ganz gut aus. Also wir haben einmal die Ableitung gefunden. Nun versuchen wir, diese Funktion aufzuleiten. Wir betrachten die Funktion wieder und suchen uns einige markante Punkte heraus. Wir wissen ja, dass in der Ableitungsfunktion die potenziellen Extrema gleich 0 sind. Also zeichnen wir uns auch hier mal senkrechte Linien ein, da hier ja auch Hoch- bzw. Tiefpunkte liegen können. Ihr wisst ja, es muss noch die zusätzliche Voraussetzung eines Monotoniewechsels gegeben sein, was wir bereits sehen, was bei uns ja der Fall ist. Und auch hier zeichnen wir eine senkrechte Linie. Gut, jetzt wissen wir, dass auf dieser senkrechten Linie sich entweder Hoch- oder Tiefpunkte befinden. Welche Art von Punkten sich genau befindet, können wir noch nicht sagen. Dazu müssen wir uns mal das Monotonieverhalten in unserer Ableitungsfunktion anschauen. Wie wir bereits wissen, sagt uns, dass wenn unsere Ableitungsfunktion positive y aufweist, dass die Funktion hier steigt. Also kommen wir mal mit einer steigenden Funktion Richtung unseres potenziellen Tief- oder Hochpunktes. Zeichnen wir uns mal eine waagrechte Linie ein. Da wir ja auf den Positiven kommen und eben ein Hoch- bzw. Tiefpunkt vorlängst, in unserem Fall eben ein Extrema, muss eben ein Wechsel in der Monotonie stattfinden. Wir kommen vom positiven Bereich, sehen auch passenderweise, dass danach sich ein negativer Bereich befindet, sprich also, dass die Funktion danach fällt. Das muss ja auch so sein, sonst haben wir keinen Wechsel in der Monotonie. Heißt so viel wie, wir haben hier einen Hochpunkt. Können wir den Verlauf des Graphen ungefähr einzeichnen. Danach geht es munter weiter. Hier sehen wir bei unserem nächsten potenziellen Hoch- bzw. Tiefpunkt, dass die Funktion zuerst negativ ist, das heißt fällt, und danach wieder steigt. Das heißt, wir wissen, dass wir wohl einen Tiefpunkt haben. Hier ist es für die Skizze wichtig, dass ihr auch wirklich bedenkt, dass es ein Tiefpunkt ist. Also die waagrechte Position unserer Extrema können wir ja nicht genau bestimmen aus der Ableitungsfunktion. Wir sollten sie nur skizzieren. Nur ist in der Skizze wichtig, dass auch ersichtlich wird, oder es ist einfach falsch, dass es auch wirklich ein Tiefpunkt ist. Das heißt, ihr könnt ja die waagrechte Linie nicht einfach über euren Hochpunkt hinzeichnen. Dann ist das ja kein Tiefpunkt mehr. Also legen wir mal hier fest, dass sich hier ungefähr unser Tiefpunkt befinden soll.
weiterer sehr interessanter Punkt ist ja der Wendepunkt. Und ihr wisst ja bereits, dass beim Wendepunkt die zweite Ableitung gleich 0 sein muss. Beziehungsweise, dass der Wendepunkt ein Extremer unserer ersten Ableitung ist, von der Funktion ausgehend. Weil eben in diesem der Fall bzw. der Anstieg der Funktion am größten ist. Zeichnen wir uns auch hier eine waagrechte Linie, eine senkrechte Linie ein. Das heißt, hier irgendwo wird circa unser Wendepunkt liegen. Deuten wir wieder die Funktion, zeichnen wir die Funktion einfach weiter. Also ihr seht, nach unserem Tiefpunkt geht es wieder positiv weiter, da die Steigung hier ja positiv ist, beziehungsweise da die Ableitungsfunktion hier ja ein positives y aufweist. Das heißt, nach unserem Tiefpunkt geht es wieder positiv weiter. Wir haben die Hoch- und die Tiefpunkte jetzt mal gefunden. Dazwischen gibt es noch den interessanten Verlauf mit dem Wendepunkt, also wo dieser eben ist, soll die Steigung bzw. der Abfall in unserem Fall eben am stärksten sein. Wir markieren uns das, dass wo unser Wendepunkt circa liegen soll. Wichtig ist eben nur, dass eben so ein bogenartiger Verlauf entsteht und dass man sich ungefähr in der Mitte eben trifft und hier idealerweise der Abfall am stärksten ist. Was uns hier jetzt nicht so schlecht gelungen ist. Wie gesagt, es soll eine Skizze sein, perfekt muss es nicht sein. Also ihr seht, hier oben ist eben unsere sogenannte Stammfunktion von der Ableitungsfunktion f' ausgehend. Darunter befindet sich die Ableitungsfunktion, welche eine lineare Funktion ist. Hier haben wir eine quadratische und hier oben befindet sich dann eben die Stammfunktion. Ich hoffe, mit dem zusätzlichen Beispiel ist es noch ein bisschen klarer geworden, wie das Ganze funktioniert. Versucht es eben möglichst genau zu skizzieren. Eben perfekt muss es nicht sein, wie schon gesagt, man kann sich die Punkte ja nicht genau berechnen, vor allem wenn man den Weg zur Stammfunktion geht. Aber die Skizze sollte ungefähr stimmen und achtet vor allem auf die Hoch- und auf die Tiefpunkte. Damit sind wir am Ende angekommen dieses Beispiels. Wie immer hoffe ich, dass es lehrreich war und dass wir uns im nächsten Video wiederhören. Bis dann!